Ding Liren, der Weltmeister, hat gerade die Partie mit erstens C4 eröffnet. Das öffnet dem Läufer den Blick nach H7. Und ich habe rot markiert, den Bauern auf H7, der hängt jetzt. Und wenn du dich nicht darum kümmerst, dann nimmt Weiß den im nächsten Zug weg. Insofern, du bist dran, was würdest du tun? Wir fangen hier öfter mal mit Schachaufgaben das Video an. Ich glaube, das ist die erste, in der die Aufgabe schon nach dem ersten Zug auftaucht. Du bist Vincent Keimer und wir sind in Ostholstein an der Ostsee im Schloss Weißenhaus, wo die Freestyle Chess Go Challenge läuft. Und der Star des ersten Tages, du siehst es an der Tabelle, war nicht Magnus Carlsen, war nicht Ding Liren, sondern Vincent Keimer, der mit 3,5 aus 4 durchs Feld gepflügt ist, der nur gegen Magnus Carlsen mit Schwarz einen Remis abgegeben hat, ein ganz komfortables, ohne jemals in Gefahr zu sein, und der gegen Ding Liren, gegen Levon Aronian und gegen Fabiano Caruana gewonnen hat. Fabiano Caruana war eine sehr intensive, aber sehr lange Partie. Das wäre auch ein Kandidat gewesen, sie hier zu zeigen. Und ich wollte, bevor ich heute wieder in Sachen Freestyle abtauche, doch schnell noch ein Video machen und diese Gewinnpartie von Vincent Keimer gegen Ding Liren zeigen. Eine Partie, vor der Vincent Keimer schon Blut geleckt hatte. Denn Ding Liren hatte die ersten beiden verloren und Vincent hatte gesehen, der ist nicht so richtig gut drauf. Der hat wohl auch, so ist gesundheitlich noch nicht so hundertprozentig. Während Vincent Keimer komfortables Remis gegen Magnus zum Auftakt, dann diesen erkämpften, aber doch verdienten und klaren Sieg über Levon Aronian. Vincent hatte Selbstvertrauen und wollte es nun gegen Ding Liren wissen und hat die Partie riskant angelegt. Das ist auch mit Erfolg gekrönt worden, wie wir gleich sehen werden. Wenn du jetzt noch ein bisschen überlegen möchtest, was du denn gegen Ding Lirens erstens C4 tun möchtest und wie du dich um deinen Bauern auf H7 kümmerst, dann halte bitte jetzt das Video an, denn ich gehe jetzt in die Partie und dann genießen wir uns dieses Gefecht. Vorher geben wir noch Credit. Credit geht an mich für den Partiekommentar, den wir hier sehen, denn das ist der, den ich für die Freestyle-Website gemacht habe, und da dachte ich, dann nehme ich den auch gleich für die Partie, um den zu zeigen. Insofern heute mal nicht Credit an irgendwie externe Leute, sondern die Partie ist von mir kommentiert. Nicht in meiner Muttersprache, sondern in einer anderen. Aber ich nehme an, ihr könnt das trotzdem verstehen und könnt dann auch ein bisschen mitlesen während der Partie, was ich da so angemerkt habe. Okay, C4. Und ich wollte darauf hinaus, dass sich hier ein ganz überraschender Zug für Schwarz anbietet, nämlich die Rochade. Vielleicht kommen wir noch zu den Freestyle-Laws, die ich hier genannt habe. Da hat Vincent Keimer nach dem Turnier oder nach den ersten 4 Runden stand er vor der Frage, gibt es denn eigentlich Öffnungstheorie bei 960? Und er gesagt hat, ja, aber anders. Theorie dann mehr so in Form von Regeln, an die du dich halten musst. So wie wir das beim normalen Schach kennen, ne? Zentrum beherrschen, Figuren entwickeln und so weiter, gibt es beim Freestyle noch ein paar andere Regeln. Zum Beispiel die Pass auf, dass du nicht auf ganz frühe Tricks reinfällst. Nämlich es kann halt passieren, dass nach dem ersten Zug schon dein Bauer auf H7 hängt. Und solche Konstellationen gibt es häufig, dass nach dem ersten Zug schon irgendwie versteckt was hängt und du aufpassen solltest, dass du das nicht einstellst. Und der Zug, der sich hier anbietet, ist die Rochade. Die Rochade ist ja wie beim normalen Schach, ne? König, Turm springt über den König und der König geht nach G8 oder nach C8. Und das geht aber nur, wenn keine dazwischen stehen, wenn der König nicht im Schach steht und beide sich noch nicht bewegt haben. Und das ist alles erfüllt. Und insofern ist hier in dieser Stellung für Schwarz, auch für Weiß, die Rochade ein legaler Zug. Und genau den macht Vincent Keimer. Und jetzt ist der Bauer H7 vom König gedeckt. Auch Ding Liren rochiert. C5, das sieht man übrigens auch nicht häufig, Rochade im ersten und im zweiten Zug, aber beim 960 bzw. beim Freestyle geht das, B3. Auch das hat mit einem 960-Gesetz zu tun, das da lautet, pass auf, dass deine Dame im Spiel ist. Darauf musst du achten. Die Damen fangen ja häufig relativ weit außen an und es gilt zwar weiterhin, bring nicht die Dame zu früh ins Spiel, dann wird sie nur von den Leichtfiguren zurückgetrieben und so weiter, verlierst Tempi, das ist nicht gut. Aber du musst trotzdem von Anfang an darauf achten, dass deine Dame Wirkung entfalten kann und dass die an der Partie teilnehmen kann.
Und insofern bietet es sich hier an, die lange Diagonale aufzumachen. Und dann strahlt die schon rüber und Dinglirenn, wir werden es gleich sehen, wird das auch noch damit verbinden, den Läufer auch noch auf die lange Diagonale zu stellen und gegen den Punkt G7 zu drücken. Und darum zieht auch Vincent Kreimer B6 und auch seine Dame hat ein potenzielles Wirkungsfeld. Dinglirenn spielt Läufer B2, jetzt hängt der Bauer auf G7, den sollte man decken. Und F6 bietet sich an, um dann gleich hier dieser Batterie, die mache ich mal grün, obwohl nein, ich kann sie jetzt rot machen, weil ich wollte ja sagen, zieht ihr den Zahn. Ne? Die beißen auf Granit, wie wir im Deutschen so schön sagen. Und das könnte sich noch verstärken, wenn Schwarz zu E5 kommt und dann hier diese Bauernkette steht. Und die Läufer-Dame-Batterie strahlt ins Leere und es zählt jetzt auch wieder, die weiße Dame ist in ihrer Wirkung eingeschränkt und nimmt nicht so richtig an der Partie teil. Was mich gleich zum Engine-Vorschlag an dieser Stelle führt. Die Engine sagt nämlich, ja, jetzt solltest du Läufer C2 spielen, mit der Idee, Dame B1 zu machen. Und dann wirken wir hier hin und dann hast du weniger Schwierigkeiten, deine Dame in die Partie einzubeziehen. Dinglirenn macht nämlich hier im fünften Zug, das sieht man ja sonst auch nicht so häufig, im fünften Zug schon dann mehr oder weniger einen Fehler, F3. Ja, oder sagen wir, ich habe hier gesagt, das ist eine ernsthafte Ungenauigkeit, habe ich im Kommentar geschrieben. Und das trifft es wahrscheinlich auch eher. Wir wollen ja nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen. Aber F3 würde Sinn ergeben, wenn der weiße Läufer auf B7 stünde und wenn Schwarz auch diese Batterie hier schon stehen hätte. Aber tut er ja nicht. Und so ergibt F3 eher wenig Sinn. Das hilft der weißen Stellung nicht, das ist nicht mit großartigen Plänen verbunden und das schränkt auch nichts ein. Also F3 ist nicht so der Hit und Vincent Kreimer beantwortet das auch sofort mit einem Gegenschlag im Zentrum, nämlich mit D5. Und jetzt liegt schon eine positionelle Drohung in der Luft. Es droht D4 und dann sind die beiden tot. Und das könnte man dann noch mit E5 verbinden von schwarzer Seite. Und dann hat man eine riesige Menge Raum abgegriffen. Hat schon erheblichen Raumvorteil mit Schwarz. Und hat zwei weiße Figuren aus der Partie. Also das ist eine positionelle Drohung. Und insofern, beim Nachspielen hatte ich gedacht, dass hier C schlägt D5 oder vielleicht E3. Was halt auch D4 verhindert. Dass halt das eigentlich die einzigen Züge sein sollten. Die Maschine sieht das gar nicht so streng. Die sagt, na, man kann auch D4 zulassen und trotzdem noch eine ordentliche Partie als Weißer bekommen. Nach menschlichem Verständnis sehe ich das hier ganz klar als positionelle Drohung. D4 und E5. Und insofern ist auch der nächste Zug von Dinglirenn verständlich, denn er will D4 natürlich nicht zulassen und tauscht darum auf D5. CD, Dame D5. Und die weiße Dame ist schön aktiv, die schwarze Dame ist schön aktiv und bedroht auch schon den Bauern auf D2. Also du kannst jetzt nicht so das Traditionelle machen, die Dame sollte nicht so früh rauskommen, weil dann kriegt die einen Tritt von den Leichtfiguren, denn in diesem Fall würde sich die sich dann auf D2 weiter durchfressen und Schwarz hätte einen Bauern mehr. Den muss Weiß erstmal decken und Dinglirenn macht das mit dem Zugläufer D3, der ein bisschen krumm aussieht. Ne? Der blockiert ja den D-Bauern. Und der kann sich jetzt nicht mehr im Zentrum fortbewegen. Aber er hat halt, es ist trotzdem verbunden mit der richtigen Idee. Nämlich er will jetzt das machen, was die Maschine schon eben sehen wollte. Er will jetzt Dame B1 spielen und sehen, dass auf dieser Diagonale B1 H7 Wirkung entsteht und dass er auf diese Weise seine Dame ins Spiel kriegt. Und nebenbei ist halt jetzt der D2 gedeckt, weil die schwarze Dame da nicht mehr drauf guckt. Okay, Springer HF7. Bring Figuren ins Spiel Richtung Zentrum. Vincent schickt seinen Springer auf die Wanderung, hat nun das Feld F7 offen und dann kommt er da auch direkt hin. Und Dinglirenn spielt Dame B1, wie es geplant war, mit Angriff auf den Bauern H7. Man könnte jetzt so Sachen wie G6 machen, um den zu decken. Vielleicht wäre sogar H5 kein schrecklicher Zug. Vincent Kreimer spielt ja den attraktivsten, aber auch riskantesten Zug. Ne? Den Zug, der seinem Mindset entsprach. Ne? Er wusste, Dinglirenn ist angeschlagen. Aus seiner Sicht hatte Dinglirenn so ein bisschen schon eine Zielscheibe auf dem Rücken. Und Vincent suchte ein scharfes, kompliziertes Gefecht und war auch bereit, Risiken einzugehen gegen einen angeschlagenen Gegner, von dem er erwartete, dass er Fehler machen würde. Und so spielt Vincent hier Dame H5. Auf Anhieb sieht das logisch aus und es ist auch gar nichts Besonderes dabei, so auf den ersten Blick. Dame H5,
stellt die Dame aktiv hin, bedroht schon den Punkt H2. Ne, hier wohlgemerkt, auf B8 steht ein Läufer, strahlt hier jetzt rüber. Beide schwarzen Läufer machen eine sehr gute Figur, strahlen auf den weißen Königsflügel. Aber es hängt der Punkt H2 und es ist noch gar nicht so richtig klar, was denn das Risiko ist, mit dem dieser Zug verbunden ist. Das Risiko wird euch klar, wenn ich euch auf eine weiße Option aufmerksam mache, nämlich diese. Läufer B5 ist in der Stellung und der schwarze Turm kann nicht mehr raus. Das ist, wenn man so will, eine Drohung und nach dem nächsten weißen Zug kann die auch schwarz nicht verhindern. Dann Springer G3 kommt mit Angriff auf die Dame. Die muss ziehen und im nächsten Zug soll dann Läufer B5 kommen und hier die Qualität einsammeln. Insofern ist Dame H5 schon ein Qualitätsopfer gewesen im höheren Sinne. Winzi spielt Dame H4 und lässt Läufer B5 auch zu und kriegt ja auf G3 immerhin einen Bauern für die Qualität. Dame G3. Dinglirenn nimmt den Turm nicht sofort, könnte er machen, aber der läuft ja nicht weg. Schwarz hat keine Option, den Turm hier irgendwie zu decken oder was dazwischen zu stellen. Insofern spielt er erst Springer F2, nimmt seinen Springer von der Grundreihe, versucht den ins Spiel zu bringen und Schwarz zieht E5. Jetzt könnte der Turm nach E7 gehen und würde sich dem Einfluss des Läufers retten. Insofern ist es angebracht, ihn jetzt mal so langsam rauszuknipsen. Aber Ding spielt erst Springer E4. Und das kommt ja mit Angriff auf die Dame, insofern muss die erst ziehen. Und dann nimmt er die Qualität weg. Und das wird die Stellung gewesen sein, die sich Vincent so vorab angeschaut hat, als er die Qualität geopfert hat und hat gesagt und beschlossen hat, ja, hier habe ich Kompensation. Und die Kompensation ist auch recht klar zu sehen. Also diese auf schwarze festgelegte Bauernkette, die ist schon sehr, sehr mächtig, wenn wir uns den Läufer B2 angucken, der jetzt nicht mehr so richtig was tut. Es liegen auch Sachen in der Luft wie Springer E6, F4 und Matt auf G2. Der Springer D8 droht ganz gewaltig ins Spiel zu kommen. Und noch dazu ist ein Faktor in dieser Stellung Königssicherheit. Wo die schwarzen Ambitionen liegen, ist klar. Schwarz massiert hier langsam schon Kräfte gegen den weißen König und spielt gegen den weißen König. Und die weiße Königssicherheit ist kritisch. Also der steht noch nicht auf Matt oder so, aber der weiße König steht deutlich unsicherer als der schwarze. Auch das ist ein Faktor, der Schwarzkompensation gibt. Und wo wir uns eben schon den schrecklichen Läufer auf B2 angeguckt haben, der auf Granit beißt, der Läufer auf C8, der sich noch gar nicht bewegen musste, macht trotzdem einen Riesenjob. Auch der steht schon bereit, dem weißen König einzuheizen. Und er guckt halt durch seine Bauern, das ist ein guter Läufer, wie er im Buche steht. Und wenn wir all das zusammenrühren, dann hat Schwarz Kompensation. Tatsächlich hat Weiß an dieser Stelle nur noch einen Zug, der die Partie so halbwegs im Gleichgewicht hält. Aber das ist ein Computerzug, den kann man als Mensch eigentlich nicht so richtig spielen. Und der ist auch nicht ganz einfach. Der Zug, den Ding macht, wir sehen ihn gleich, der ist sehr gut verständlich, aber nicht so gut wie König F2. Das hätte Weiß hier spielen sollen. König F2, lustigerweise ist das gegen die, ich hatte ja eben schon gezeigt, es droht Springer E6, nebst F4 und der kommt gewaltig ins Spiel. Und König F2 ist lustigerweise gegen Springer E6 gerichtet. Denn wenn Schwarz jetzt Springer E6 spielen würde, dann käme Springer G3. Springer kann jetzt nach G3, weil der König ihn deckt, ein Grund für König F2. Und die Damen stehen sich jetzt gegenüber. Es droht Damentausch und es zeigt sich, Schwarz kann diesen Damentausch nicht abweichen. Er würde gerne F5 spielen, aber das geht halt nicht, weil auf F5 ist Weiß zweimal drauf. Und die Dame findet nicht so richtig ein Feld. Die kann zwar für den Moment dem Damentausch ausweichen, wenn die nach H6 ginge, es liegt halt Turm H1 in der Luft, dann würde sie sofort angegriffen. Aber auch wenn sie nach G5 ginge, dann kommt Turm H1, Turm H5, droht erstmal matt, das muss Schwarz decken und dann kommt Turm H5 und die schwarze Dame hat keine Felder mehr und dann kriegt auch, wenn Schwarz eigentlich aufpasst, dann plötzlich Weiß Angriff. Also das wäre schlecht. Insofern, in dieser Stellung kommt Schwarz schon nicht mehr um Damentausch herum, aber wenn die Damen vom Brett sind,
dann ist die Kompensation weg, weil dann hast du kein Spiel gegen den weißen König mehr und dann hat Weiß plötzlich eine Qualität mehr und Weiß steht besser. Das ist so die Hauptidee von König F2. Springer E6 verhindern, weil man dann als Weißer günstig Springer G3 spielen kann. Und wenn dann nicht Springer E6 kommt, dann kann man tatsächlich mit Weiß aktiv werden. Dann kann man so Sachen wie G4 machen oder Turm H1 und dann selbst Chancen hier suchen und auch seine Türme ins Spiel bringen. Ich meine, du hast eine Mehrqualität, aber wenn du dann diesen extra Turm, den du hast, ins Spiel bringen willst, dafür brauchst du offene Linien. Und hier auf H ist eine, da könnte man was machen. König F2 ist, ich glaube nicht, dass ein Mensch diesen Zug spielen kann. Vielleicht mit viel Bedenkzeit. Ein sehr, sehr starker Mensch. Der aus menschlicher Sicht natürliche Zug ist der, den Ding Li Ren hier macht. Der spielt hier E3, was mit zwei ganz logischen Ideen verbunden ist. Ja, wir hatten Springer E6, F4 ja schon gezeigt. Geht nicht mehr, weil E3 jetzt das Feld F4 kontrolliert. Insofern total logisch. Wir hatten auch schon über den fürchterlichen Läufer auf B2 gesprochen. Wie befreit man den? Ja klar, mit einem Break. Man will D4 spielen. Und hier diese Bauernketten sprengen und seinem Läufer auf den schwarzen Feldern Wirkung verschaffen. Also total logischer Zug, sieht ganz vernünftig aus. Aber das Problem ist, zu diesem D4, von dem Weiß träumt, dazu kommt er jetzt schon nicht mehr so richtig. Schwarz spielt Springer E6. Und jetzt liegen Sachen in der Luft. Soll F5 kommen, häufig in Verbindung mit E4 oder mit F4. Und der weiße Königsflügel, softened up, wie heißt man das, aufgeweicht, wird mehr und mehr aufgeweicht. Ja, Turm D8 habe ich hier noch, auch noch einen Pfeil gemacht. Ne? Turm D8 ist dann auch der schwarze Turm. Schwarz hat nur einen Turm, aber der reicht ihm, weil er hat eine halbe offene Linie mit einem rückständigen weißen Bauern als Ziel. Und da kann er seinen Turm D8 auch wunderbar hinstellen. Und weißes D4 wird erstmal kein Thema sein. Ding spielt Springer F2 und hätte natürlich nur zu gerne, dass jetzt die Damen getauscht werden. Es gilt weiterhin, wenn die Damen vom Brett gehen, hat Schwarz keine Angriffsaussicht mehr und dann steht Weiß plötzlich besser oder mindestens in Ordnung mit seiner Mehrqualität. Insofern Damentausch ist kein Thema. F5. Schwarz marschiert voran, Springer H3 und der nächste Zug ist ganz interessant. Denn wir hatten ja darüber gesprochen, weißes F3 hätte eigentlich nur Sinn ergeben mit einem schwarzen Läufer auf B7. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass dieser Läufer, der sich gar nicht bewegt hat, auf C8 trotzdem ein guter Läufer war und ein Star. Aber jetzt ist das Feld bereitet, den Läufer nach B7 zu stellen. Ist nicht der einzige Zug, aber ist ein super großmeisterlicher Zug. Läufer B7 und man könnte meinen, nee, wieso beißt er denn hier jetzt nicht auch auf Granit? Nein, tut er nicht, weil nämlich jetzt schon solche Sachen in der Luft liegen und dann tauchen hier gleich taktische Motive auf, dank des Drucks des Läufers B7 und der schwarze Angriff wird immer stärker. Nächster Zug wird Springer G5 sein. Tatsächlich ist es so, wenn Schwarz hier jetzt nochmal dran wäre, dann wird er schon auf Gewinn stehen. Es soll als nächstes Springer G5 kommen und wenn Schwarz das jetzt unmittelbar spielen könnte, ich habe hier mal einen Nullzug eingegeben, dann würde das schon gewinnen für Schwarz. Ich würde euch gerne ein Motiv zeigen, das hier in der Luft liegt, um zu veranschaulichen, wie gefährlich das für Weiß schon werden kann. Tauscht den einmal und jetzt hängt halt der auf F3, ist Rotspringer schlecht F3 wegen der Fesselung, man kann den mit GF nicht nehmen. Und wenn du dann aus dieser Fesselung rausgehst mit König F2, dann kommt schon Springer E4 Schach und es ist aus. Der König nach G1 geht, dann nehmen wir halt auf D2 einen raus mit Gabel, holen uns Material zurück und stehen viel, viel besser. Und wenn wir den wegnehmen, das ist dann Selbstmord, weil nach Läufer E4 hängt die Dame und es droht matt auf G2. Und Schwarz gewinnt entscheidend Material und die Partie. Also Springer E4, das ist einer, den ich euch zeigen wollte. Solche Sachen liegen hier in der Luft, dank des Läufers auf B7. Und darum ist an dieser Stelle Läufer B7 sehr, sehr stark in Verbindung mit als nächstes Springer G5. Das kommt eigentlich auf alles, was Weiß jetzt versucht. Ding macht den naheliegenden Zug, er spielt D4, er will es jetzt halt sprengen und ob ihn das einen Bauern kostet oder nicht, ist egal. Er will halt gerne, dass sich die Chose öffnet und dass ein Turmwirkung erzielt, aber das geht an dieser Stelle eher nach hinten los. Springer G5, so war es geplant. Springer G5, Springer G5 und jetzt droht Springer F3. Der ist gefesselt. Aber was auch droht, ist
Mal machen wir einen Leerzug, dann kann ich es euch zeigen. Wenn wir uns vorstellen, Schwarz wäre nochmal dran und hätte jetzt irgendwie diese Drohung Springer F3 abgewehrt. Es droht auch noch C, D, E, D und dann E4. Und dann wird es hier richtig weich. Dank des Läufers auf B7. Das liegt auch in der Luft und das liegt halt nur in der Luft, weil Weiß D4 gespielt hat. Im verständlichen Wunsch, sich zu befreien. Und darum ist auch nach ganz objektiven Maßstäben D4 halt nicht so richtig gut. Die Maschine sagt, Weiß sollte hier einen ganz kleinen Zug machen, so wie D3 oder Dame C2 oder irgendwie sowas. Und einfach nur halten. Aber dann hat halt Schwarz Angriff und Weiß muss leiden. Und es ist sehr fraglich, ob Weiß überleben kann. Also er sucht Gegenspiel, wie starke Spieler das machen. Aber das spielt halt in dieser Stellung eher Schwarz in den Karten. Hier findet Dinglirenn dann noch den halbwegs besten Zug, nämlich D5. Bauernopfer, weil er sieht, C schlecht D, E schlecht D, E4 liegt in der Luft. Mit D5 versucht er, die Chose noch halbwegs geschlossen zu halten. Und auch Vincent findet aber die beste Antwort und bricht trotzdem durch. Naja, und das hier ist schon so eine Art letzter Chance-Moment für Weiß. Du kannst jetzt F4 spielen, dann hast du dein Ziel erreicht. Du hältst das alles geschlossen, aber du musst halt eine Qualität zurückgeben. Springer F3 hängt ja dann auf E1 im Turm. Und Schwarz steht immer noch deutlich besser und überwältigend und hat einen Bauern mehr und potenzieller noch einen zweiten. Ob sich der auf D5 halten lässt, erscheint mir auch sehr, sehr fraglich. Und insofern steht Schwarz hier riesig. Aber Weiß könnte sagen, ja, ungleichfarbige Läufer, da habe ich vielleicht gewisse Remischancen. Also das war halt die letzte Chance, die in diese Stellung anzustreben und dann zu hoffen, dass man sie irgendwie überlebt. Dinglirenn nimmt auf E4 raus, das aktiviert den schwarzen Turm. Und der schwarze Angriff wird sehr, sehr stark. Beginnen mit Springer H3 Schach. König H2. Hier verpasst Vincent allerdings den Ausknipser, mehr oder weniger. Nämlich Turm H4. Und das Lustige ist, er verpasst den wegen einem ganz, ganz einfachen Zug. Turm H4. G schlecht H geht nicht so richtig, weil dann macht Schwarz Dame G4 und dann nimmt er auf H3 raus und der weiße König wird sehr, sehr schnell matt. Und den Zug hat Vincent nicht gesehen, lustigerweise, aber auch aus einem sehr menschlichen Grund, denn er war in all diesen Stellungen schon auf das Motiv Dame D6, was wir auch in der Partie sehen werden, mit Schach fixiert. Und das ist ja auch gut, also es ist ja nicht, dass Vincent hier den Gewinn weggeschmissen hatte, aber lustig ist, dass er halt das relativ einfache G schlecht H, Dame G4 nicht gesehen hat, weil er stattdessen viel schwierigere Sachen gesehen hat, die wir gleich in der Partie kommen. Und man kann auch nicht den Turm angreifen und denken, so komme ich vielleicht aus diesen bösen Abzügen raus, die da drohen, denn jetzt kommt trotzdem der Abzug mit Turmopfer und nach G schlecht H ist nämlich der weiße König matt. Also Turm H4 knipst es sozusagen sofort aus. Vincent spielt Dame D6. Und das ist auch nicht schlimm. Schwarz steht weiterhin auf Gewinn, macht sich nur die Aufgabe ein bisschen schwieriger. Man darf den Springer jetzt nicht nehmen, weil da kommt der schöne stille Zug Turm G4. Und es droht matt, es droht sogar doppelt matt, es droht Dame H6 und es droht Dame G3. Und das lässt sich nicht decken. Im nächsten Zug ist matt und Schwarz gewinnt. Insofern, den nehmen wir besser nicht, sondern spielen G3. Jetzt hängt dieser Springer und geht zurück und Schwarz hat weiterhin Angriffe. Auf F5 fällt einer um, aber aufpassen, jetzt droht was. Turm F5. Da hängt einer. Und nach Dame H6, König G1, hängt der weiterhin. Wenn Weiß jetzt nochmal dran wäre, dann würde der Turm schlecht G5 spielen, Dame schlecht G5 und dann hängt auf E4 einen Turm. Okay, aber er kann ja auf E3 nehmen, Turm DF1. Ja, Weiß hat es geschafft, nicht matt zu werden und droht jetzt sogar selbst matt. Es droht Turm F8 nebst matt. Aber der gute Vincent hatte das alles gerechnet. Turm schlecht G3, König F2 und jetzt etwas, was ich so ein bisschen einen Starzug der Partie finde, weil in der Blitzpartie jeder Mensch spielt hier Dame H2 Schach, was auch okay ist, mit entscheidendem Angriff gegen den weißen König, aber viel kräftiger und schöner ist das, was Vincent spielt und da muss man erstmal drauf kommen, in so einer Stellung, wo 1000 Schachgebote in der Luft liegen, einen ganz stillen Zug zu spielen, nämlich Dame H3.
Und Dame H3 ist fies. Dame H3 lässt Weiß überhaupt keine Chance mehr. Es droht Turm G2 nebst Mattsetzung. Beachte, dass im Notfall hat Schwarz auch immer noch diesen hier, wenn der König versucht, hier abzuhauen. Also der weiße König zappelt in einem Mattnetz. Das droht und er muss König E1 spielen, um aus diesen unmittelbaren Mattdrohungen rauszukommen und seinerseits wieder matt zu drohen. Aber das, jetzt sehen wir den Grund von Dame H3. Vincent wollte darauf nämlich Springer F3 spielen. Das ist der Punkt von Dame H3. Springer F3 Schach. Und Turm auf F5 ist jetzt von der Dame mit angegriffen. Und Weiß hat an dieser Stelle nichts anderes mehr. Also wenn er jetzt hier einen Königzug macht, dann wird er ganz schnell matt. Weiß hat an dieser Stelle nichts anderes mehr, als auf F3 rauszunehmen. Aber wenn er dann hier die Qualität zurückgibt, dann steht ein Endspiel auf dem Brett. Das ist für Weiß hoffnungslos. Es droht Dame H1 Schach. Die weiße Dame geht verloren. Es hängt auch der Bauer auf D5. Aber wenn er fällt, hat Schwarz schon drei mehr. Schwarz hat dazu noch zwei verbundene Freibauern. Und der weiße König steht im Feuer in seiner zentralen Position. Also Schwarz ist auch viel, viel aktiver und hat immer noch ein bisschen Angriff. Das ist komplett hoffnungslos. Und das wollte sich Dingli Ren auch nicht mehr zeigen lassen. Und gab an dieser Stelle auf. Und so hatte Vincent Keimer mit Schwarz den Weltmeister geschlagen in einer überzeugenden Angriffspartie. In einer Angriffspartie, die auch seine Attitüde spiegelt. Nämlich, ich gehe auf Risiko und ich will gegen den gewinnen, weil ich spüre, der ist angeschlagen. Und der angeschlagen ist, das ist halt der Weltmeister. Also Vincent ist schon mit breiter Brust. Ich bin gespannt, ob er das so weiter durchzieht. Das geht heute um 13 Uhr weiter. Und ich werde das natürlich verfolgen und euch auch auf dem Laufenden halten. So viel, ein erster kleiner Report von der Ostsee. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade.